Geht es dir auch manchmal so, dass du zwischen 3 und 5 Uhr morgens aufwachst und dann nicht mehr einschlafen kannst? Ich glaube, es geht vielen Menschen so. Und deswegen habe ich die spirituelle Bedeutung dieser Zahlen für dich heute mal herausgesucht. Wenn du zum Beispiel um 3:30 Uhr oder 3:33 Uhr oder um 3 Uhr aufwachst, dann bedeutet das, dass die Zahl 3 für dich eine besondere Bedeutung hat. Sie steht für die dreifache Göttin, Jungfrau, Mutter, Krone und ist eine Darstellung der Mondphasen und der Weiblichkeit. Die 3 symbolisiert auch das Prinzip der Kreativität. Vielleicht bist du besonders kreativ in dieser Zeit und möchtest vielleicht ein Gedicht schreiben oder vielleicht sogar ein Buch, dann steh einfach auf und tu es. In einigen Kulturen steht die 3 für die Vereinigung von Körper, Geist und Seele. Dies bedeutet, wenn du nachts um 3 aufwachst, dass Heilung dich durchströmt. Oder für die Bedeutung der Trinität im christlichen Glauben. Das bedeutet, dass du vielleicht ein Gebet sprechen solltest. Die Nummer 3 möchte deine Aufmerksamkeit auf dein Ich richten, darauf, wie du deine Gefühle zeigst, wie du dich selbst verbessern möchtest und wie du mit anderen in Verbindung trittst. Regelmäßige Begegnungen mit der 3 sollten dich hinterfragen lassen, wie ehrlich du kommunizierst, sowohl mit dir selbst als auch mit deinem Umfeld. Überlege nun für dich, welches dieser Beispiele dich am tiefsten in deinem Herzen berühren, dann wirst du für dich die richtige Bedeutung finden. Oder vielleicht wachst du ja auch meistens um 4 Uhr auf oder um 4:44 Uhr oder um 4:40 Uhr. Dann schauen wir uns jetzt diese Zahl mal genauer an. Die 4 gibt die Windrichtungen, die 4 Jahreszeiten, die 4 Elemente, die 4 Dimensionen und die 4 Mondphasen an. Das bedeutet Stabilität und Sicherheit. Die Zahl 4 begegnet uns im Alltag oft, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Für Numerologen steht die 4 für Stabilität, Loyalität und Pragmatismus. Sie verbindet Gegensätze, wodurch ein stabiles Ganzes entsteht. Jetzt könntest du überlegen, ob vielleicht in deinem Leben große Gegensätze aufeinanderprallen und du da noch ein stabiles Ganzes entstehen lassen solltest. Die 4 steht auch für harte Arbeit und gute Organisation. Wenn die 4 oft in deinem Leben kommt, lohnt es sich, dir deine grundlegenden Bedürfnisse einmal genauer anzusehen. Dazu könntest du dir folgende Fragen stellen: Isst und schläfst du gut? Hast du eine gute Work-Life-Balance? Oder arbeitest du vielleicht zu hart? Oder nimmst du dir zu wenig Auszeiten? Bist immer unterwegs und in Hektik? Bekommst du leicht Stress? Oder bist du zu fahrig und hektisch? Wenn jetzt deine Antwort zu einem Punkt davon ja lautet, dann sagt dir die 4, dass du etwas ändern solltest. Schau dir das genau an, was du jetzt herausgefunden hast und beginne damit, dein Leben ein wenig zu verändern. Wenn du aber meistens um 5 Uhr aufwachst oder um 5:55 Uhr oder 5:50 Uhr, dann kann es bedeuten, dass eine große Veränderung für dich ansteht und dein Unterbewusstsein dabei ist, diese Energien zu verarbeiten. Die 5 ist effektiv das Gegenteil der 4 und sie steht auch im Zusammenhang mit Freiheit, Abenteuer, Veränderungen und Flexibilität. Zu dieser dynamischen Energie gehört aber eben auch ein Gefühl der Selbstverantwortung und Disziplin. Ansonsten schaffst du nämlich gar nichts von dem, was du dir vornimmst. Also überlege, wo du dir vielleicht zu viel vorgenommen hast und du noch ein bisschen mehr Freiheit brauchst. Die Zahl 5 steht für Freiheit und Veränderung. Wichtige Veränderungen und neues Wissen kommt auf dich zu oder du befindest dich gerade in so einem Prozess. Unabhängigkeit, Neugier und Temperament zeichnen sich in diesen Momenten aus und stärken dich. Und du hast im Moment eine gute Spürnase für Neues. Du kannst andere begeistern und bringst viel Schwung in deine Familie und in dein Umfeld. Aber Achtung, vielleicht kennst du auch diese Frage: Hast du mal 5 Minuten Zeit für mich? Das ist eine Frage, die sehr oft gestellt wird und wenn du dann diese Frage mit Ja beantwortest, wird meistens aus diesen 5 Minuten eine halbe Stunde oder mehr. Von daher
möchte ich dir ans Herz legen, alles, was du innerhalb von 5 Minuten bearbeiten kannst, erledige am besten sofort. Warte damit nicht zu lange, denn sonst ist es plötzlich 5:12 und allerhöchste Eisenbahn. Bedenke nun deine Situation und finde heraus, was du ändern kannst. Denn all diese Zahlen haben eine Botschaft für dich. Und als spiritueller Mensch ist es gut, wenn man diese Botschaften ernst nimmt. Dieses Video ist ein Lehrvideo und möchte von dir geteilt werden, denn es ist wichtig, dass auch noch andere Menschen erfahren, was diese Zahlen bedeuten und somit ihr Leben verbessern können. Und wenn es dir gefallen hat, dann gib mir bitte ein Like und abonniere mich. Ich danke dir sehr dafür.